Bild läuft, ja. Ton läuft und Action! Hallo, wir wollen uns zusammen anschauen, was wir heute erlebt haben. Wir haben nämlich Tim und seinen Hund Jimmy interviewt. Wie lange bist du schon Moderator von der Sendung Timster? Timster gibt es jetzt schon seit 5 Jahren, seit 2015. Und du bist auch schon von Anfang an dabei? Ja, also ich habe hier mit einem ganz tollen Team gemeinsam die Sendung entwickelt. Ja, Timster. Wieso heißt die Sendung Timster? Na, weil, also das war auch ganz verrückt. Es waren ganz andere Namen im Gespräch, sowas wie Kika Medienmagazin, Kika Mema. Plus dann war dem Kika wichtig, na, das soll ein bisschen so heißen wie der Moderator, also es soll nach dem Tim benannt werden, Timster. Okay, bist du vor so einer Sendung von einem Dreh aufgeregt? Ja. Lampenfieber gehört immer ein bisschen dazu und dieses Aufgeregtsein, ob auch wirklich alles klappt und ob man sich auch den ganzen Text merken kann und so, ne? Das ist, also dieses Lampenfieber ist immer da und gerade bei Live-Sendungen, ne? Also heute war ja ein Drehtag, da haben wir das aufgezeichnet, das heißt, wir konnten uns so Schritt für Schritt am Drehbuch entlanghangeln und wenn mal was nicht so gut geklappt hat, dann haben wir das nochmal wiederholt, aber wenn es live ist und wirklich gerade in dem Moment alle zugucken, ja, also da pocht das Herz. Auch als Moderator doch ganz schön. Ja, kann ich verstehen. Ich habe ja auch schon mal was moderiert. Das ist dann schon ziemlich aufregend. Okay, wie bereitest du dich auf den Dreh vor? Fernsehen ist immer Teamarbeit. Also mein Team und ich, wir tauschen uns hier ganz doll aus, wie wir das drehen sollen, was wir inhaltlich auch machen wollen. Also erstmal gibt es, wie kommt ein Thema zustande, gibt es eine Redaktionskonferenz. Da sitze ich mit ganz vielen Leuten aus meinem Team zusammen und da schlagen wir uns verschiedene Dinge vor. Und da gibt es auch oft genug Sachen, wo jemand sagt, nee, das können wir doch so nicht machen. Und gibt es auch jemanden, der sagt, nee, das ist langweilig. Und dann, wenn alle Vorschläge auf dem Tisch sind, entscheiden wir uns für was. Und dann weiß ich, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema YouTube haben oder das Thema Influencer, weiß ich, okay, alles klar, dann habe ich eine gewisse Zeit, mich darauf vorzubereiten, alles Mögliche mir anzugucken, durchzulesen, was es zu diesem Thema gibt. Hast du schon vorher als Moderator gearbeitet? Vorher war Moderation mein Hobby. Das war meine Leidenschaft, ist es ja auch noch heute. Es war mein Hobby, ich habe kein Geld dafür bekommen, ich habe das ehrenamtlich gemacht bei Konzerten oder bei Filmfestivals, in der Nachbarschaft, in meiner Heimat und da habe ich das extrem gerne gemacht. Und ich dachte immer, Moderation würde mein Hobby bleiben und ich würde beruflich irgendwas anderes machen. Dass ich einmal mit Moderation Geld verdiene, hätte ich vor 10 Jahren niemals gedacht. Hast du Tipps für andere Moderatoren? Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, wie heißt es so altmodisch, Klinkenputzen zu gehen. Also wenn man wirklich gerne moderieren mag und von anderen Freunden, von der Familie auch das Feedback bekommt, dass das cool ist, dann ist es, glaube ich, wichtig, selbst an sich zu glauben, viel auszuprobieren und viel zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten zu moderieren. Also gibt es zum Beispiel irgendwo ein Filmfestival oder gibt es irgendwo ein Musikfestival, auch für Kinder, wo man auch mal Moderator sein kann. Gibt es irgendwo vielleicht ein Podcast oder ein Hörspiel, wo man mitsprechen kann. Und dann ist es wichtig, auf sich aufmerksam zu machen und da mal Bewerbungen hinzuschicken und einfach zu sagen, hey, mich gibt's, meine Freunde und meine Familie sagen, ich mache das gut und für euch mache ich das auch gut. Und den Mut zu haben, einfach mal anzuklopfen und Hallo zu sagen. Und dann kommen ganz viele Gelegenheiten zustande, wo man ganz, ganz viel lernt und dann, geht das los. Und so habe ich das halt eben gemacht. Ja. Ihr habt ja vorhin schon den Hund Jimmy gesehen und jetzt stelle ich Tim noch eine Frage zu Jimmy. Musstest du lange mit Jimmy trainieren, bevor ihr hier richtig Sendungen drehen konntet und es so richtig rund lief? Jimmy, witzigerweise, war bäm, der war sofort da.
Der Jimmy ist eine richtige Rampensau. Das bringt so viel Spaß mit dem. Der ist frech, der springt und hüpft durch die Gegend. Jimmy muss man eher ein bisschen bremsen. Also mit Jimmy habe ich mich richtig sofort verstanden. Okay, danke Tim für das Interview und dann zum nächsten Interview.